Okay, weiter geht's. Kommen noch Raketen oder so? Oh, komm. Und gewonnen. Na, wie schmeckt euch das? Ich bezweifle, dass ihr sobald wieder wildern werdet. Ja, wir haben verloren, aber wir haben noch nicht mal einen einzigen Fisch gewildert. Oh, unser Schiff sind wir erledigt. Männer, lebt glücklich, genießt die Freiheit. Chef? Danke an alle für alles. Es hat Spaß gemacht. Chef! Und er starb. War nur ein Scherz, ne? Ha 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 ha. Chef! Hä? So leicht wirst du mich nicht los. Männer des Himmels sind aus härterem Holz gemacht. Dann gebe ich dir jetzt mal eine, für alle mal den Rest. Ja, los, nichts wie weg hier. Wenn ihr noch mehr Schaden nehmt, haben wir ein richtiges Problem und Schiss. Sie sind abgehauen. Red, lass sie laufen und komm zurück. Sie kommen bestimmt nicht so schnell wieder zurück, nachdem du so eine Mütze gegeben hast. Da ist was dran, okay. Mann, oh Mann, habe ich heute so viel aufgenommen. Ah, gute Arbeit, hier ist deine Belohnung. Too much money, genau das hätte ich auch von meinen Lehrlingen erwartet. Gut gemacht, gohoho. Du hast gezeigt, dass du allen mit Wildern fertig wirst. Du solltest Profifischer werden. Ich habe ihnen doch schon gesagt, dass ich daran kein Interesse habe. Ich muss mich um größere Fische kümmern. Okay. Jetzt noch eine Mission, dann muss ich zum Lemures, oder wie der heißt. Speise des Fischers. Ein Topf gekocht. Je frischer, desto besser. Geh zur Kugel auf und ja. Mädchen, verarsch mich nicht jedes Mal. Und wenn ihr immer so ein Quietschgeräusch hört, das ist mein Controller, der ist scheiße. Hallo, ich habe wieder einen Job von Ihnen angenommen. Ah, ich dachte mir schon, dass du das tun würdest. Auf dich kann man sich eben verlassen. Geh in die Aquarien, wenn du bereit bist. Ich werde dort auf dich warten. Ja, wir sollen hier schön was kochen, okay. Okay, da bin ich. Also, was soll ich tun? Sammle mir die Zutaten für einen leckeren großen Teig, an dem wir uns alle labern werden. Siehst du diesen Topf, den mit der Brühe? Nimm ihn mit. Okay. Du musst aus jedem Raum der Aquarium eine Zutat in den Topf werfen. Pro Raum gibt es zwei mögliche Zutaten. Du darfst selbst entscheiden, welche du nimmst. Stell den Topf wieder auf den Herd, wenn du fertig bist. Sie lassen mir ganz schön viele Entscheidungsfreiheit. Haben Sie keine Präferenzen? Goho, das ist ein echtes Männerästen. Kleiner, wirf rein, was du für richtig hältst. Die Zutaten verändern den Geschmack. Ich bezahle dich mehr, wenn es auch noch gut schmeckt. Ah, dann werde ich in den leckersten einfach. Ja. Ich bin genau gespannt, welche Kreationen hier einfallen. Und jetzt ab mit der. Ja, fick dich ins Knie. Okay, das heißt also, wir können jetzt vergiften oder was Gutes kochen. Ich bin eher für vergiften, ich habe keinen Bock mehr auf ihn. Ich glaube, ich mache in jeden Raum zwei Zutaten immer rein. Was willst du denn? Hey, Kuglob, ich habe hier unten Gesellschaft. Sehr erwischt. Was macht ihr in meinen Aquarien? Ihr seid wohl Wilderer, was? Die Fische von hier sind weltberühmt. Man kann sie nur für ein Vermögen in Faro verkaufen. Red, kannst du die Typen fertig machen und gleichzeitig die Zutaten sammeln? Ja, natürlich. Wir haben ja nichts anderes zu tun.
Ah, dieser leckere Pfote, ich war so dicht dran. Der Fisch riecht ein wenig streng, aber das, ob das gut geht? Ich habe jetzt nur das reingetan, was der, eine meinte, dass es gut ist. Naja, mir ist egal, er soll verrecken, wenn er, so wirklich denkt, dass er... Egal. Wenn er so schon so dämlich ist, mich entscheiden lässt, was ich in den Zutaten reintue, dann kann er auch verrecken. Ja, komm nicht eben. Es sind noch mehr von diesen Typen. Was soll das heißen? Was hast du mit unseren Kameraden gemacht? Genau das gleiche, was ich jetzt mit euch machen werde. Oh, diese Muschel riecht aber gut. Das Rauch kann man. Ja. Ah, wir haben so eine. Ihr könnt die. Sind doch keine Delikatessen, ja, ist mir schon klar. Ah, ich habe so keine Motivation mehr für diese Mission. Aber ich werde sie trotzdem jetzt durchziehen. Gut, dieses Mal ist niemand hier. Ich glaube, du hast alles erledigt. Nun such dir eine Zulage und komm wieder her. Mach ich. Ich frage mich, welche zu... Das ist ganz schön schwappelig. Brechtig, du hast genug Zutaten. Komm wieder zurück. Sieh mir mal, ob ich ihn vergiften habe. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier schmecken wird. Ist mir egal. Geht ja nur um Geld. Was interessiert mich das denn? Ich habe schon genügend Geld. Ja, ist klar. Ach, ihr schon wieder? Wir sind's, die Himmelpiraten, die Möwen. Du hast unsere Crew zusammen... ja, wir werden dich in den Topf werfen und ordentlich durchkochen. Versuch's doch, Vogelfratz. Ich bin mir sicher, dass wir euch nur wieder... Ja. Stirb mal, verdammt. Oh, entschuldige. Weg, das dauert schon ganz schön lange. Gibt's ein Problem? Ich bin nur ein paar Bilder am Beginn, aber ich sehe. Sie werden keine Probleme. Was? Aber ich? Sie werden keine Probleme mehr machen. Gut gemacht, komm wieder zurück nach oben, wenn du fertig bist. Ich hab dein Giftfutter hier. Schön fressen, sterben. So, friss. Fertig. Das sieht schon mal ganz passabel aus, aber ich glaube, es fehlt noch was. Meinen Sie? Ach, keine Sorge, sollen wir ihn erstmal kochen und sehen, was da passiert? Einen Moment noch. Einen Moment noch. Möchtest du noch was hinzufügen? Ja.
Ich kann es kaum erwarten, ihn zu probieren. Wir müssen den Eintopf noch einen Augenblick durchkochen lassen. Und du wirst jetzt gleich sterben. Ich glaube, der Eintopf ist jetzt für gut. Na, wie sieht's das aus? Hoho, es kocht schon vor sich hin. Lass mich mal kosten. Wie ist der? Nicht gut, gar nicht gut. Ah, ich hab's mir geahnt. Lass dir keine grauen Haare deswegen wachsen. Hier ist deine Belohnung. Er schmeckt wie Dreck aus der Gosse. Ja, streuen Sie nur Salz auf meine Wunden. Gut, ich nehme den Eintopf mit und teile ihn mit den anderen. Okay. Naja, ist nicht mein Problem. Wenn es Ihnen schmeckt. Ich bin jetzt Level 10. So, ich habe jetzt ein Hundefutter hingegeben. Damit habe ich jetzt den ganzen Weg frei gemacht für meine letzte Aktion in Lemuris. Außer, da sind jetzt neue Missionen aufgetaucht. Neuntes Kapitel, das Schweigen der Drachen. Das Schweigen der Lämmer? Seid ihr alle bereit? Aber immer Drachen. Es kann losgehen. Hier verläuft alles planmäßig. Wir treten jetzt in Phase 1 ein. Es ist zwar unlogisch, aber trotzdem viel Glück. Flieg uns rein, Schokolade. Ei, ei, Sir. Cutscene. Die Musik habe ich so sehr vermisst. Hier spricht Red. Ich bin in Lemuris angekommen. Hier sieht auch alles gut aus. Ich rücke jetzt vor. Gute Arbeit. Sag mir Bescheid, wenn was ist. Danke. Was ist? Boah, das ist... Hehe, oh Mann. Mein Kopf wird hier förmlich von dem Befehl maltretiert. Keine Sorge, ich bin bei dir. Was ist los? Etwa wieder der... Befehl? Alles okay, ich gehe weiter rein. Ey, du... Schon gut, es wird schwächer. Ich bin bei dir, das war meine Entscheidung. Okay, also weiter. Ich beschleunige jetzt, halte dich gut fest. Bestimmt ist hier irgendwas. Irgendwas muss hier glitzern. Ja, anscheinend nicht. Habe ich mir doch gedacht, hier ist es wie im Inneren von Laris. Nur, dass Lemuris ein viel fortschrittlicher Titanomachiner ist. Pass auf, das Verteidigungssystem auf. Voll easy bisher. Ich glaube, ich krieg noch bis Level 14 noch das hin, wenn ich gut bin. Okay. Boah, was ist das für ein Gefühl? Schon wieder. Aber wir sehen uns im nächsten Part.